Es geschafft. Ich erinnere mich, dass ich hier auch lange gebraucht habe. Aber ich hätte es irgendwie noch ein bisschen hilfreich. Was heißt hilfreich? Ein bisschen besser im Kopf. So, erstmal schnell einen ausschalten. Erstmal schnell noch einen ausschalten. Das war schon mal zwei weniger hier. Hab ich ihn? Oh Gott, ich hab ihn. Damit ist die Gefahr schon mal weg. Es war, glaube ich, gut, dass ich mich diesmal am Anfang direkt auf ihn konzentriert habe. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, Alter! Diese Kackmesserwerfer, ne? Ja, die Werfer, diese Kackmesserkämpfer. Vielleicht bringt etwas Titanfeuer in die Sache. Ich hasse diese Messertypen! Ultra betäuben. Du wirst hier sterben! Oh Gott, zum Glück. Das war so wichtig, dass wir auf den drauf gekommen sind irgendwie. Oh, wir haben ihn nicht besiegt. Dann weg mit dir! Und ciao! Mein Gott! Worauf wartest du denn noch? Noch einen letzten Wunsch? Ah, wie wär's mit einem Witz? Wie wär's mit einem Handel? Lass ihn los. Nimm mich an seiner Stelle. Ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, halt's Maul! Ja! Nach dir, teuer. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. Der Peilsender. Danke, Talia. War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem Tresorraum eingeschlossen. Also wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, hole ich deine Pflanze. Abgemacht? Ich sollte dich töten. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort!
Hat der Joker wohl ziemliches Glück gehabt. Nachdem der Joker jetzt wohl geheilt wurde, aber ein Fehler in der Zwischensequenz, ja, kriegt er jetzt sogar noch die Unsterblichkeit? Das wäre nicht ganz so praktisch. Wir müssen ihn auf jeden Fall aufhalten. Aber wie ist die Frage? Wie sollen wir ihn aufhalten? Batman steckt fest und wir sind jetzt mit Catwoman auf einem ganz anderen Weg, nämlich in den Tresorraum. Und er scheint, was, wenn ich die Karte hier richtig sehe, nichts mit dem Stahlwerk, wo wir uns gerade befinden, auf sich zu haben. Können wir die Kamera auch so vernichten mit dem Lasso? Oder brauchen wir dafür Batarangs? Scheint nur mit Batarangs zu gehen. Das sind nämlich Kameras, die durchgehend unverwundbar sind, nur wenn man mit Batarangs auf den schießt. Was glücklicherweise eine Waffe von Batman ist. Von demjenigen der Einzige, der daran interessiert ist, die Kameras auszuschalten. Nur damit kann man die kaputt machen. So. Ganz durch hoch. Der Tresorraum von Strange. Weit ist auf jeden Fall nicht. Catwoman, würdest du bitte hier hochklettern? Geht nicht? Okay, dann halt nicht. Dann halt hier lang. Ah, da ist er auch schon. Tigerzentrale, wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Der Tresorraum wurde beschädigt. Wir vermuten, dass Poison Ivy hinter dem Angriff steckt. Ende. Bestätigt, Tiger 87. Position halt. Die Vermutung scheint richtig zu sein, mein Freund. Okay, wie sieht man dich? Auf jeden Fall kann man dich relativ einfach zu Boden werfen. Und dann ausschalten. Das ist die Waffe in Frieden. Na, komm doch her. Versuch's doch. Ich hätte es nicht versucht. Das Pflänzchen hat also ihre Arbeit erledigt, meine ich natürlich. Mein Gott, es ist spät, tut mir leid. Ich muss nur noch das Kätzchen hinterher, das wollte ich eigentlich sagen. Katze im Abwasserkanal ist, glaube ich, nicht ganz so angenehm, aber man muss halt tun, was man da tun muss. Da sind Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Danke, Ivy. Dass wir mal mit Ivy und Catwoman zusammenarbeiten würden, hätte ich auch noch nicht erwartet. Aber gut. Okay, da ist der Tresorraum. Sieht nach einem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Also wirklich, wieso lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tigerwachen. 3 Tigerwachen, 3 Kartenschloss. Ich muss möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Zu mir vorbei. Ja, das ist genau diese falsche Bewegung, die man nicht machen soll. Ich habe versucht, da hochzuklettern, ging aber nicht. Deswegen bin ich unten geblieben. Ich bereiten, ihr Gehirn zu sezieren, Miss Kyle. Danke, Strange. Ich glaube, wir lassen es lieber. Also kann ich da nicht doch irgendwie hoch? Da ist was. Wir wurden von irgendwas entdeckt. Eigentlich hätte ich den dreimal ausschalten können, ging aber irgendwie nicht. Ich glaube aber, diese Linien auf dem Boden... Nee, ich weiß nicht, was die Linien auf dem Boden darstellen. Aber die dürfen, glaube ich, nicht feststellen,
dass hier jemand fehlt oder so. Ich wollte eben schon sagen, die Linien auf dem Boden scheinen die Routen der Wachen darzustellen, aber aus irgendeinem Grund ist der Typ anders gelaufen. So, da ist der Typ, den wir hatten. Da sind... Moment, das sind 5 Wachen, aber wir brauchen nur 3 Karten. Wir sollten also nicht versuchen, von den beiden Wachen die zusammen rumlaufende Karte zu stehlen. Sondern lieber von denen, die hier eh schon so rumlaufen. Fehlt nur noch der da. Könntest du bitte so laufen, dass du nicht im Sichtfeld von den anderen Typen da bist? Finde ich voll nett von dir. Ja, das hier ist eine gute Richtung. Komm, dreh rum. Dreh um. So ist nett. Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Jetzt also zurück. So, 3 Karten. Fällt den Wachen, die hier rumstehen, zum Glück nicht auf. Was ist los? Jetzt schon. Jemand könnte den Tresor machen. Ist das eine Übung? Keiner, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung. Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham, das reich wird. Ich kann nicht riskieren, dass die Wachen angreifen. Erst kommen die Wachen, dann der Tresorraum. Was heißt, für Batman geht ein Sonderbefehl? Ist ja auch egal. Das wird uns eh nicht weiter interessieren. Zählt mal durch. Verwundeter, bei meiner Position. Ah, bei deiner Position also. Vielleicht sollten deine Mitglieder vielleicht eher mal mitkommen. Ziel weiter verfolgen, Konzentration nicht verlieren. Zählt mal durch. Ah, da fehlt noch einer, was? Verwundeter! Da waren es nur noch 2. Ist ja fast zu einfach hier. Hier Tiger 4. Keine werden den Deckenbereich kontrollieren. Wir haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Das ist nicht Batman! Wir sind Catwoman. Das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Achso, Stahlwerk. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Ziele markiert. Das Verdammt. Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie 1000 daraus. Verstanden. Deswegen ist das Ding explodiert. Noch 3 Sekunden. 2. 1. Deswegen ist das Ziel explodiert. Die wollten Batman und Joker gleichzeitig ausschalten. Was ist denn da mit dem Sonderbefehl für Batman, von dem wir eben gehört haben? Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Der Bär? Sind das dieselben Bären, die bei Bates versteckt drin sind? Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Oh. Oh, und tut ich glaube, du willst doch nicht, dass Ivy dir nochmal hilft. Was machst du, wenn Ivy dir nochmal Hilfe braucht? Also du nochmal Ivys Hilfe brauchst. So, das ist... Ach, egal. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Er teilt hier eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag.
Batman wird schon bald tot sein. Und jetzt habe ich auch noch Sie, Miss Kyle. Dass Batman bald tot sein wird, das glaubst du doch wohl selber nicht, Strange. Immerhin ist es Batman. Es haben schon so viele Leute versucht, ihn auszuschalten. Du glaubst jetzt, dass du mit deinem lächerlichen Protokoll 10 da was gegen ausrichten kannst? Zugegebenermaßen, der Plan ist schon relativ ausgefeilt. Aber es ist auch nicht der erste ausgefeilte Plan, den jemals ein Bösewicht im Batman-Universum hatte. Alter, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen kurz? So. Nein, jetzt mach doch auf den richtigen! Alter! Wenn ich dieses blöde Schild aus den Händen reifen Move eben dreimal gedrückt habe und er jedes Mal den falschen angegriffen hat. Nein! Jetzt habe ich einmal den falschen Knopf gedrückt, ich könnte so kotzen. Eine Flucht ja, aus Strange. City ist unmöglich, Catwoman. Ja, halt die Fresse. Habe ich einmal Kreis statt Dreieck gedrückt, da war es natürlich der ausgerichtete Feind Hitzern. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eintritt. Haben wir schon gesehen. Ach, können wir nicht überspringen. Ja, mach hin. Kennen wir. Das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein. Und jetzt habe ich auch noch Sie, Miss Kyle. Boah, wie ich dich mit deinem Scheißschild gerade hasse, ne? Du hebst das scheiß Schild wieder auf. Ich meine, ist einer von denen schon weg? Zwei sind weg. Drei, vier. Fünf. So, jetzt bleibst nur noch du übrig, mein Freund. Tschüss. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. Fliehen Sie. Exit oder nicht Exit? Wir können also ganz einfach aus Arkham City raus. Oh, verdammt, Batman. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Sieht aber gerade so aus. Und ich weiß, was passiert. Deswegen verlassen wir das Ganze hier. Batman. Als ob Batman Hilfe braucht. Wir müssen unseren eigenen Arsch retten. Wir sind immerhin Selina Kyle. Raus aus Arkham City und rein nach Gotham mit der gesamten Beute. Wir sind frei und wir haben, was wir wollten. Was sollen wir jetzt noch in Arkham City drum in Gefahr bringen, nur um Batman zu retten? Scheiß auf ihn. Ja, und das ist das Ende von Batman Arkham City. Batman ist tot, Catwoman ist frei. Wer hätte sich kein besseres Ende gewünscht, hm? Jeder will doch dieses Ende haben, ist doch ganz klar. Genau deswegen habe ich mich dafür entschieden. Komm, Quatsch. Natürlich ist das nicht das richtige Ende. Ich habe nämlich damals in meinem ersten Durchlauf von diesem Spiel tatsächlich gedacht, dass wenn ich jetzt hier Batman Dingens verlasse, Gotham Arkham City, dass es wirklich vorbei sei, aber ihr seht gleich, nee, das Spiel lässt euch nicht einfach so raus. Die Credits sind doch schon etwas sehr merkwürdig. Mein Name ist Barbara Gordon. Wir werden angegriffen. Jokers Leute sind zu stark. Mein Vater ist tot. Ach was, alle sind tot. Wir verlieren. Eindringlinge in Wayne Manor.
Joker hat gewonnen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Er hat gewonnen. Wir können nichts tun. Bruce ist tot. Nicht mehr da. Sie sind alle weg. Wenn mich jemand hört, schickt Hilfe. Bitte. Deswegen sollten wir vielleicht eine andere Entscheidung treffen. An alle, wir haben Sichtkontakt. Denn diesmal ist Catwoman die Retterin des Tages. Gut. Warten Sie, bis niemand kann Batman behelfen. Außer uns. Wir versuchen es zumindest. Verstanden, Sir. Wir versuchen es. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Genauso ist es. Du verzeihst dir das nie. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Du verzeihst es dir nie. Lass die Koffer fallen und rette Batman. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Retten wir Batman. Zurück durch den eingestürzten Gang. Großartig. Raus. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Arkham City. Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Ich glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Protokoll 10 ist die Sprengung Arkham City und damit die Tötung aller Inhaftierten, um somit für endgültigen Frieden zu sorgen. Oracle. Strange lässt Arkham City vom Wonder Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle WayneTech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von 1000 anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Bricht zur Beobachtungsplattform von Wonder Tower durch das Protokoll. Um Protokoll 10 zu stoppen. So. Vorne ist ein Helikopter. Vielleicht ist das ja der richtige. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Das ist nicht der richtige. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Vorne ist noch ein anderer. Wir haben mehrere Tote. Vielleicht ist das der echte. Scannen wir den gut mal. Auch nicht in dem Hauptsteuerprogramm. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Dann machen wir uns auf den Weg nach da hinten. Aber was wir vorher machen werden, geht das überhaupt noch? Ja, wir haben unsere Nebenaufträge alle noch. Was wir vorher machen werden, ist, wir müssen noch einmal zurück ins Stahlwerk, leider. Denn wir haben wieder blöderweise diesen Bane-Container vergessen.
Feinde mehrere Treffer in Sektor 2. Ziel markiert. Das werde ich vorher noch machen müssen. Oh, man konnte Batman lokalisieren. Das finde ich nicht so gut. Könnt ihr bitte aufhören, Batman lokalisiert zu haben? Fallen sich Kontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Das kann echt nicht euer Ernst sein. Es geht echt nicht mehr in Stahlwerk. Oder? War der Eingang hier? Verschwunden. Moment, Map. Ach, wir sind doch gar nicht da. Oh Gott. Lass mich bitte noch mal kurz in dieses scheiß Stahlwerk rein. Ich muss nur diesen blöden Bane-Container da kriegen. Komm schon. Ihr könnt 20 Insassen streichen. Ja, lass mich rein. Ich wollte schon sagen, nicht, dass jetzt so ein blöder Spruch kommt wie, ich habe jetzt Wichtiges zu tun, außer dieses Stahlwerk zu gehen. So, wo habe ich dieses total offensichtliche Ding jetzt übersehen? Ja, wow, das blinkt sogar noch schön hier. Hätte man durchaus finden können. Jetzt, so, wir haben es. Titanbehälter zerstört sind, sollte ich mal nachsehen, wie es bei Bane. Ja, Bane hat gesagt, er zerstört 6, wir zerstören die anderen 6. Wir haben unseren Beitrag geleistet. Was hat Bane getan? Ich weiß nicht, ob wir den Hubschrauber da schon hatten. Wir haben leider keine Spur, welches der echte Hubschrauber sein könnte. Das war auch nicht der echte. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Batman gesichtet. Könnt ihr es bitte lassen? So. Ah, den haben wir bereits gesehen. Lass mich! Fliegen aber auch komische Routen hier. So, wo ist Bane? Da. Haben wir erstmal jetzt aktuelles Missionsziel, obwohl. Ich glaube, vorher könnten wir uns noch um Nora kümmern, jetzt wo wir beim letzten Mal wieder einfliegen, wie man das machen kann. Vorne ist Banes Versteck. Aber vorher landen wir nochmal hier beim Easter Egg. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Also, zieh mich ran. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Und dann versuchen wir so rum da reinzukommen. Das Gebäude, was oben verriegelt ist. Oben haben ja Jokers Leute gesagt, geht nicht durch. Mal sehen, was passiert, wenn wir unten durchgehen. Wir sind auf jeden Fall im selben Gebäude. Und das müsste eigentlich der Aufenthaltsort von Norma Freeze sein. Ist zumindest mitten im Radius, der uns gegeben wurde. Wie entscheiden wir denn jetzt, wer den Eiswürfel behalten darf? In Deckung! Es ist Batman! Hört sich auch so an, als wenn wir hier richtig wären. Oh Gott, sind das viele.